Ja, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Aktion von euch für euch, wo ihr euch vorstellt. Vielen, vielen Dank für das ganze Feedback zur ersten Aktion und auch heute erwarten euch wieder viele, viele interessante Geschichten und Menschen. Und ich hoffe wirklich, dass ihr das nutzt, um euch ein bisschen miteinander zu verbinden. Ich möchte hier auch nochmal betonen, wer bei Instagram ist und sollte ich demjenigen nicht folgen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach nochmal da bei Instagram eine kurze Nachricht schreibt. So, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen. Also von daher steigen wir heute ein und lange Rede, kurzer Sinn. Habt Spaß und ich hoffe, euch gefällt der zweite Teil genauso gut wie mir und viel Spaß. Ja, der erste heute im Bunde ist Axel Bruns und Axel kommt hier ganz aus meiner Nähe, also wir sind eigentlich fast Nachbarn. Und er schreibt, hallo und Glück auf, mein Name ist Axel Bruns, ich bin 54 Jahre alt und als Oberharzer hat es mich nach Lagesbüttel, Kreis Gifhorn verschlagen. Bin Hobbyfotograf mit Schwerpunkt Natur, Landschaften, Bäume, Blumen, Tiere etc. Aber auch Reisefotografie. Seit der Neuseelandreise 2013 habe ich die Fotografie für mich intensiver entdeckt. In Zeiten von Corona habe ich ein neues Feld für mich aufgetan. Begangen habe ich diverse Fotowalks nach Braunschweig, leere Plätze, Architektur, Sehenswürdigkeiten etc. waren mein Ziel. In einem Fotobuch soll es dann seinen Abschluss finden. Vielleicht auch ein paar größere Abzüge. Mal sehen. Etwas ungewöhnlich vielleicht, aber ich besitze zurzeit keinen Instagram- und Facebook-Account. Die Zeit bei der Arbeit ist schon sehr stark belegt von Bildschirm. Hauptfotoausrüstung ist eine Panasonic Lumix G9. Weitwinkel Olympus M Zuiko Digital 7-14. Telezoom hat dann Zuiko Digital ED 12-100. Und Telezoom Leica DG Vario LMA 100-400. Makroobjektiv Olympus das 60mm 2.8. Seine Ziele sind sich weiterbilden, Austausch mit anderen Fotointeressierten, vielleicht gemeinsamer Fotowalk, verschiedene Reiseziele, Länderreisen und Städtereisen. Ja, Axel, sehr schön. Wenn es dich mal in die Gegend verschlägt oder vielleicht kriegen wir ja mal was zusammen hin, würde mich sehr freuen. Aber auch da waren ja jetzt schon ein paar hier aus der Ecke. Also lohnt sich da ja mal miteinander zu verknüpfen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, fast schon, wie ich immer so schön sage, ein alter Bekannter ist Jörg Jansen. Er hat auch bei der ersten Aktion mitgemacht und kommt so aus meiner favorisierten Ecke. Mein Name ist Jörg Jansen, ich wohne in Emden und bin 54 Jahre alt, / jung. Genauso wie du bin ich auch Musiker, allerdings mittlerweile nur als Hobby. Ich bin Bassist, ja, bei mir ist es auch schon ein bisschen länger her, Jörg. Seit meiner frühesten Kindheit fasziniert mich die Fotografie. Ich hatte schon in den 70er Jahren während meiner Zeit in der Grundschule bei allen Klassenfahrten eine Kamera dabei. Nach der Schule bin ich dann in die Natur mit dem Bonanza-Rad und meine Kamera, um zu fotografieren. Mittlerweile arbeite ich in einem Job, der oft psychisch an die Grenzen geht. Während der freien Zeit nehme ich dann meine Kamera und gehe wie früher in die Natur, um durch die Fotografie in meinen Kopf frei zu bekommen. Also ist Fotografie für mich eine Art der Psychohygiene. Ich komme auf andere Gedanken und erfreue mich dann zu Hause an meinen fotografischen Ergebnissen. Ich fotografiere sowohl analog als auch digital. Meine digitalen Kameras sind vorwiegend eine Sony A6000 und eine Sony A7 R2. Im analogen Bereich nutze ich verschiedene Kameras. Gern sehe ich auch auf Flohmärkten oder bei eBay nach alten analogen Schätzchen. Ich arbeite seit circa 2 Jahren daran, ein bisschen bessere Bilder zu machen. Dabei möchte ich gern, wie auch Stefan Wiesner oft sagt, dass ein Bild schon in der Kamera perfekt sein sollte. Daher verweigere ich auch irgendwie Photoshop. Meine Bearbeitung der RAW-Dateien erfolgt ausschließlich in Lightroom CC, also der abgespeckten Version von Lightroom. Viele Grüße aus Emden. Ja, Jörg, sicher keine einfache Zeit und vielen, vielen Dank, dass du auch diesmal wieder mitgemacht hast und beste Grüße nach Emden. Der nächste ist Martin Lessig. Und aus dem schönen Allgäu, sieht man ja auch schon an dem Selfie, herrliche Ecke. Und er ist 39 Jahre alt, wie gesagt, kommt aus dem Allgäu, fotografiert schon seit seiner Kindheit und fotografiert mit einer Fuji X-T20.
Sein fotografisches Ziel: Spaß haben, schöne Situationen festhalten und den eigenen Ansprüchen gerecht werden, in Farbe sowie Schwarz-Weiß. Gipfelrouten.de ist seine Seite, die ich hiermit sehr gerne verlinke. Und ja, Martin, viele liebe Grüße in deine schöne Ecke und danke, dass du mitgemacht hast. Ja, hier hat mich ein sehr schöner Beitrag erreicht von Da Berni, Bernhard Weizhofer. Und er schreibt, mach einfach mal mit, obwohl ich mit Selfies ja überhaupt nichts habe. Punkt, 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 egal. Vielen Dank, Punkt 1 erledigt. Er ist 49 Jahre alt. Ja, Berni, sind wir im gleichen Alter. Er wohnt in Neuöttingen, Oberbayern selbstverständlich. Liegt ziemlich im Südosten Bayerns, ca. 15 Kilometer zur österreichischen Grenze. Und Burghausen, mit der offiziell längsten bewohnten Burganlage der Welt. Ja, da würde ich gerne mal fotografieren. Für diejenigen, die noch nicht hier waren, sei angemerkt, Stadt und Burg sind in jedem Fall eine Fotoreise wert. Das ist Neuötting aber auch, sowie der vermutlich bekanntere Nachbar- und Wallfahrtsort Altötting. Da war ich schon mal. Punkt 4. Fotografiert habe ich im Prinzip schon immer, als Kind, ab und zu mit dem Fotoapparat der Eltern. Später mit dem meiner Freundin, seit 22 Jahren meine Frau, bis dann 2002 die erste digitale Maschine ins Haus kam, Olympus C300Z. Mit damals unglaublichen 3 Megapixeln. Abgelöst wurde diese, in Klammern weil kaputt, von einer Samsung ES55. Mittlerweile auch Geschichte. Punkt 5. Die Kameras, die ich nun seit 2015 regelmäßig und ernsthaft nutze, vorher war es nur so, dass eben Fotos gemacht wurden, ist jetzt eine Nikon D5200 mit dem AFS Nikon 18-300. Kit-Objektiv ist auch vorhanden. Eine Sony Alpha 6000 mit Kit. Und eine Sony RX-103. Dazu eine Pentax ME Spiegelreflex 35mm analog mit einem Cosino Z35 bis 70. Diese sitzt so fest, dass ich es nicht mehr abnehmen kann. Vermutlich durch einen Sturz verkeilt. Die Kamera ist auch schon über 40 Jahre alt. Objektivangaben nur, weil diese Infos für einige doch sehr wichtig sind. Punkt 6. Mein fotografisches Ziel ist es, in allen Belangen der Fotografie besser zu werden und falls möglich, es in irgendeiner Art beruflich zu betreiben, wenngleich dieses auch schwieriger wird. Letztendlich soll es aber Spaß machen, mir selbst und denen, die meine Bilder betrachten. Und das so lange wie möglich. Hauptfokus auf Landschaft, gerne auch schwarz-weiß, digital und analog. Punkt 7. Im weltumspannenden Netz kann man mich finden auf, verlinke ich gerne, Berni. Die Bilder sind auf beiden Seiten größtenteils dieselben. Instagram ist thematisch nur weiter gestreut, da auch Musik, Witz und Blödsinn eine sehr große Rolle in meinem Leben spielen. Das sollte es soweit gewesen sein. In diesem Sinne, uns allen beste Gesundheit und selbstverständlich, beste Grüße und selbstverständlich Gesundheit und eine gute Zeit mit oder ohne Fotoapparat. Ja, da Berni, herzlichen Dank. Gut, dass du dich überwunden hast, dass du mitgemacht hast. Herrliche Gegend bei dir. Ich wünsche dir auch ganz viel Gesundheit und vielen, vielen Dank, dass du dich überwunden hast und mitgemacht hast. Ja, der nächste im Bunde, auch praktisch Nachbar. Also wir haben hier in der Region ja doch schon einige so zusammen. Ulrich Blanke ist 60 Jahre alt, ist gebürtiger Hamburger und wohnt jetzt in Übisfelde. Das ist jetzt hier, kleine Anmerkung von mir, keine 20 Minuten weg. Wie lange schon am Fotografieren? Angefangen 1981 bis 87 analog mit einer Minolta XGM. Und eigenem Labor. Lange Pause, ca. 1990 bis 2010, dann wieder neu eingestiegen mit Digitalfotografie. Erst zaghaft, dann verstärkt seit 2018. Er fotografiert mit einer Nikon D5600 und mit einer Z7. Sein Ziel, Landschaft mit grafischen Elementen schwarz-weiß, mit dem Versuch einer Zeitlosigkeit in der Darstellung des Moments. Ja, in deine Accounts verlinke ich gerne. Ulrich und ja, wir müssen uns eigentlich echt mal treffen, ne? Das ist verrückt. Wir haben uns ja auch damals beim Fotowalk in Lüneburg gesehen und ja, dann beste Grüße in die Nachbarschaft und danke fürs Mitmachen. Ja, immer dabei und freut mich immer und im Übrigen, weil er sich ja immer so ein bisschen fotografisch zumindest unter den Scheffel stellt, der ist ja der große Drohnenprofi, Frank Koch. Und Frank ist 56 Jahre alt, aus Mülheim, Kärchlich bei Koblenz. Und ja, er schreibt auch, er kommt ja eher vom Film.
Er filmt seit 1990 mit Unterbrechungen und fotografiert aber auch ein bisschen. Hauptsächlich seit 1999 mit Digitalkameras von Ricoh, Kodak, Pentax, Casio, Canon und Sony. Und jetzt eine Canon EOS M50. Sehr gerne fotografiere ich auch mit dem Smartphone. Mein fotografisches Ziel: ich probiere einfach alles aus und schaue dann, was dabei herauskommt. Ja, wer kennt ihn nicht? Frank mit seinen Vlogs und mit herrlichsten Drohnenaufnahmen und tollen Videos dazu. Ja, auch wenn das natürlich für viele Stirnrunzeln verursacht, zeigt er, was mit dem iPhone 11 derzeit möglich ist. Also schaut auf jeden Fall mal auf seinen Kanal, er macht auch viel live und uns verbindet da schon einiges. Hat mir auch sehr geholfen, was meine Videos angeht. Ist da ein ganz, ganz lockerer Typ und Fachmann. Von daher freue ich mich immer, wenn wir schreiben. Wir haben auch schon telefoniert. Und wie gesagt, schaut mal bei Franks YouTube-Account vorbei und die Videos machen wirklich Spaß. Ja, Frank, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, ein äußerst beeindruckende E-Mail habe ich bekommen von Martin Kluge, worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe, was enorm interessant war. Und man sieht hier auch schon an dem Selfie, wenn ihr mal genau hinschaut, dass das jetzt nicht gerade hier in Deutschland gemacht worden ist. Und das Besondere ist, er hat mir im Grunde eine komplette PowerPoint-Präsentation seines Lebens geschickt, ja, wo man, ich will mal sagen, ein Buch schreiben könnte. Und ich fange erstmal an, was er so ein bisschen geschrieben hat. Er ist 66 Jahre alt. Eigentlich bin ich seit mehr als einem Jahr auf Rente, aber ich mache als externer Berater weiter und arbeite nun mehr denn je. Du kennst das, selbstständig kommt von selbst und ständig. Geboren ist er in Berlin, aber eher Weltbürger. Als Kind lebte ich in Familien in England und Frankreich. Dann nach dem Abi Jahre der Seefahrt, Studium in Braunschweig, Auswanderung nach Mexiko, dann Spanien, dann Singapur. Und nun lebe ich in Bayern, reise aber nach wie vor mehr als 200 Tage pro Jahr. Womit? Die Gerätschaften findest du auf meinem Zeitstrahl. Beim Umzug nach Mexiko in unserem Container verloren gegangen und so habe ich mein halbes Fotoleben verloren. Seefahrt, Dias, Black and White Labor etc. Mexiko war dann das Land für Velvia-Filme. Fotografische Ziele: ich habe bereits als kleiner Junge von der Fotografie geträumt und es gab niemanden, der mir den Vogel in den Kopf gesetzt hat. Fernweh und Fotos, die beiden großen FS meines Lebens. Du findest auf meinem Zeitstrahl nur die Länder, in denen ich gelebt und gearbeitet habe. Aber auch privat ist Reisen ein großes Thema für mich. Meine Frau und ich reisen zum Beispiel mit dem Fahrrad oder mit einem alten Motorroller durch Vietnam. So würde ich mein Ziel als viel Spaß mit der Reisefotografie bezeichnen. Man kann aber auch sagen, dass mein Ziel ist, ein besserer Fotograf zu werden. Er fotografiert Landschaften und Menschen, wobei ich eher weniger Fotos von Menschen mache, weil ich immer finde, dass die Welt kein Zoo für Fotografen ist. Was nicht, auch wenn du das nicht gefragt hast, Tiere, insbesondere keine Hunde und keine Katzen. Keine Fotomodelle, keine Streetfotografie, wenn man damit Menschen meint. Außerdem fotografiere ich kein Elend. Video, bisher nicht eine Sekunde, aber ich mache mich mit dem Gedanken vertraut, eine T4 verleiht dazu, YouTube-Reisevideos tun den Rest. Es ist nur schwer, so komplett von null anzufangen. Ja, habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Mehr als 8 Millionen Flugmeilen, alle Kontinente, über 30 Länder. Ich denke, meine Fotos sind eher normale Hausmannskost. Sie leben für viele aber von den exotischen Plätzen, in denen ich meine Fotos aufnehme. Nicht jeder war in China, Taiwan, Indien, Mexiko, Brasilien etc. Das zeigt aber auch ein Problem für mich. Ich selber langweile mich immer wieder mit meiner Fotografie. Alles war schon mal da und alles wiederholt sich irgendwie für mich. Ja, also sehr, sehr beeindruckend und dieser Zeitstrahl geht 1950 los und geht über Spiegelreflexkameras, geht über Pentax-Kameras, 25 Jahre Canon mit AE1, A1, T90. Dann Pentax wieder, EOS 1DS und nun Fuji E1, E2, T1 Pro 2, T3, T4 und dann halt noch unten auf dem Zeitstrahl. Vielleicht blende ich das euch nochmal ein, weil es wirklich sehr umfangreich ist. Dann seine Station
mal so ein kleiner Auszug hier: Arbeiten in Kanada, USA, Mexiko, El Salvador, Dominikanische Republik, Brasilien, Argentinien, China, Thailand, Malaysia, Indien, Taiwan, Korea, Australien, Südafrika, Dubai und viele Länder in Europa. Ja, das war wirklich, kann ich eigentlich ein alleiniges Video drüber machen, Martin. War super interessant und ich habe dich auch bei Xing gefunden und weiß auch jetzt, für wen und was du arbeitest. Respekt und ja, herzlichen Dank für diesen sehr ausführlichen Beitrag und mach das mal mit Videos, weil es schreit eigentlich danach, oder auch mal da Bilder zu zeigen, ein bisschen was dazu zu sagen. Das sind natürlich wirklich Dinge, die nicht jeder in seinem Leben gesehen hat. Vielen, vielen Dank. Ja, der nächste im Grunde sehr, sehr gefreut. Kai Schiller aus dem Norden. Moin aus Hamburg, besonders aus dem Süden davon. Ich bin Kai Schiller, komme aus Hamburg, genau aus Harburg, bin 49 Jahre. Seit gut 5 Jahren fotografiere ich vermehrt. Das Interesse ist schon länger durch meinen Onkel entstanden. Meine erste Kamera zum Üben war eine analoge Minolta. Bin damals ins Nikon-Lager gegangen und was mir große Freude bereitet hatte. Seit gut jetzt über einem Jahr fotografiere ich mit einer Fuji XT20. Klein und handlich und auch gerade gut für die Street-Fotografie, die ich gern weiter ausüben möchte in der Zukunft. Sonst sind allgemein Landschaft und auch People-Fotografie mein Ding. Instagram-Account, Facebook habe ich gerne verlinkt, Kai, und ich bin ja sehr, sehr häufig in Hamburg, sobald das jetzt alles wieder geht, auch mal 4, 5 Tage, und das wäre schön, vielleicht sehen wir uns ja mal auf ein kleines Kaltgetränk am Hafen. Und ja, Grüße nach Hamburg. Ja, dann habe ich Anke Gericke, habe ich genötigt mitzumachen, wird ja mal Zeit. Ihr seht sie ja immer im Abspann hinten. Und ja, Anke fotografiert, das kann ich natürlich sehr, sehr gut berichten, mittlerweile seit knapp 2,5, 3 Jahren. Und ich habe sie genötigt, habe ihr einfach eine Kamera in die Hand gedrückt. Und ja, sie sagte immer, ich bin ein sehr, sehr strenger Lehrer, was ich jetzt gar nicht finde. Aber fotografieren tut sie mit der Sony A6000 und mit dem Kit-Objektiv, nicht mehr und nicht weniger, weil eigentlich Technik interessiert sie überhaupt nicht. Wobei sie so ein bisschen die Liebe für die Fuji X-Pro3, die wir ja hier hatten, entdeckt hat und hat damit auch so ein bisschen eine neue Richtung für sich entdeckt, nämlich durch das 35er-Objektiv so ein bisschen in die Detailaufnahmen zu gehen. Ansonsten liegt ihr Fokus schon so auf Landschaftsfotografie. Wenn ihr mal auf ihren Instagram-Account schaut, seht ihr auch, wie viele Follower sie hat. Da kann ich nur von träumen. Und ist so eine Aus-dem-Bauch-Fotografin. Also macht halt einfach und macht sich auch keine Gedanken. Bearbeitet das Ganze in Lightroom. Und ja, ist jetzt mal für mich mein größter Kritiker selbstverständlich. Und hat aber so seit, ich würde mal sagen, Vierteljahr die Filmerei für sich entdeckt. Und mit der Osmo Action und ihr. Alle Videos, die ihr so seht, wo wir unterwegs sind, das filmt sie. Und habe auch schon gesagt, geh doch mal vor die Kamera, aber das ist nicht ihr Ding. Also von daher habe ich jetzt gesagt, komm, zeig dich mal. Und ja, wir machen das zusammen, die ganze Aktion. Und es ist natürlich schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der das alles mitmacht und auch solche Aktionen hier mitmacht. Und jetzt musste sie halt selber mal mitmachen. Von daher, schaut mal auf ihre Seite. Findet sie bei Facebook und bei Instagram. Und ansonsten, wie gesagt, seht ihr ja immer alle Videos, die wir machen, die gefilmt werden. Das ist sie. Also, schaut mal drauf. Ja, auch hier ein sehr umfangreicher Beitrag, der mich erreicht hat von Heike Reichenstein. War sehr, sehr schön zu lesen. Auch eine tolle Vita. Und sie wird im Herbst 60, ist geboren in Berlin-Tempelhof, und hier lebe ich seit vielen Jahren auch wieder in einer kleinen Wohnung mit meinen beiden Männern, zwei Katern. Mein Großer, ein britisch Kurzer, ist auf dem heute aufgenommenen Foto zu sehen. Mein Kleiner, ein Peterbald, wollte nicht mit aufs Bild. Wie lange schon am Fotografieren? Als Berliner würde ich sagen, schon immer. Angefangen mit Knipskiste, Modell, Sonne, Wolken, Blümchen von Eltern. Womit? Jetzt kommt eine beeindruckende Aufstellung mit einer, sie hat angefangen mit einer Minolta, Dynax 7000i, zwei Zoom-Objektiven, und das war anlässlich einer größeren Reise, unter anderem nach Nepal Ende der 80er, Kodachrom 64 Dias, und dann hat sie 1990 auch noch mit dem Tauchen begonnen
Und ihre erste Digitalkamera hatte ein Megapixel Olympus mit Plastik-UV-Gehäuse. Ja, dann ging die Reise. Verschiedenste Olympus-Kameras, was sie hier alles aufgelistet hat. Und jetzt mittlerweile, dann wurde es Vollformat, Nikon mit drei 2,8er Objektiven ergänzt mit Makro, Sigma Art 35 und 50. Das war ja dann aber auch, war zwar super, aber dann auch zu schwer. Und jetzt kam eine Fuji GFX 50S. Und was hat sie noch? Mit dem 110er, mit dem 63er. Vor kurzem hat sie die getauscht gegen eine GFX 50R, weil die besser in ihre Hand passt. Und ihr augenblicklicher Bestand ist also eine X Pro 3, eine XT3, die wird aber verkauft, schreibt sie, und eine GFX 50R. Und wer also da mal drauf gucken möchte, verlinkt auf ihrer Seite über mich. Auf ihrer Homepage sieht man halt mal die komplette Ausrüstung. Sie schreibt, ob ich noch zu Leica wechseln werde, vermutlich nicht oder noch nicht. Noch nehme ich auch gern mal ein größeres Tele für Tieraufnahmen oder Porträts. Ihr fotografisches Ziel, das wird doch sehr durch die Lebensumstände bestimmt und ist momentan nicht absehbar. Mein Plan war, in einem guten Jahr auf Rente zu gehen. Nun bleibt abzuwarten, wie es auch wirtschaftlich weitergeht. Durch Corona bin ich, bis es Impfstoff gibt, da Risikopatient in Vollzeit im Homeoffice. Ich bin bis auf meinen Kater allein stehen und wollte als Rentner eigentlich viel reisen. In Klammern Seidenstraße, nochmal Tibet und fotografieren. Reisefotografie, Menschen, das sind Themen, die mich besonders reizen. Das werden nun wohl eher Fotos vom Kiez werden. Mal schauen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel durcheinander. Nee, Heike, überhaupt nicht. Und wie gesagt, deine Seite verlinke ich sehr, sehr gerne. Und es ist für mich immer wieder beeindruckend, was für Historien dahinter stecken. Ihr solltet eigentlich alle YouTuber sein. Da könntet ihr vielen, vielen Leuten was erzählen. Und ich erinnere mich gut an deine Bilder, die du bei der ersten Aktion eingereicht hast, die mich doch sehr begeistert haben. Und ja, vielleicht, wir sind ja auch nur Stunde 40 von Berlin hier entfernt. Und auch das steht auf dem Zettel. Und ja, vielleicht zeigst du uns mal ein bisschen dein Berlin fotografisch. Also, danke fürs Mitmachen und viele Grüße, Heike. Ja, auch ein sehr, sehr interessanter Mitmacher hier, so möchte ich es mal nennen, der Udo Fattmann. Und Udo ist 55 und kommt aus Münster. Er fotografiert seit 1984 bewusst, seit der Zeit 80% Schwarz-Weiß, seit 12 Jahren bestimmt über 90% Schwarz-Weiß. Ja, siehst du, Udo, ich habe das ja auch für mich entdeckt. Eigentlich bei mir ist es jetzt fast schon 100% Schwarz-Weiß. Er fotografiert mit einer Pentax DSLR-Kamera, Fuji-Kameras, darunter die X100S und die X20 für meine Radreisen schön klein. Besitze noch analoge Ricohs aus den 1980er Jahren. Sein Ziel, er beschäftigt sich seit über 12 Jahren mit Street-Fotografie, kein Ende in Sicht. Und da hat er wohl seins gefunden. Und Ausstellungen hat er schon 6 Stück hinter sich. Möchte da auch noch mehr tun. Leider habe ich eine Ausstellung jetzt im Mai abgesagt. Macht für mich keinen Sinn. In Klammern, Corona bremst auch meiner Meinung nach. Corona bremst ist auch meiner Meinung nach kein guter Zeitpunkt. Aussteller war etwas beleidigt, nur ich stelle nicht aus, wo keiner hin darf oder nur ganz wenige. Ja, das macht hier überhaupt keinen Sinn. Die ganzen Seiten habe ich hier gerne, gerne, gerne verlinkt. Er schreibt dann noch, im Herbst habe ich noch eine Ausstellungszusage. Mal sehen, ob diese klappt. Ein weiteres Ziel, möchte mal ein Buch über Street-Fotografie in Münster herausbringen. Dinge, die irgendwann mal realisierbar sind. Oder wenn das Buch mal fertig ist oder so, eins auf jeden Fall zu mir. Möchte ich sehr gerne sehen. Habe mir auch deine Bilder mal angeguckt. Also wer sich für Street-Fotografie, Schwarz-Weiß-Fotografie interessiert, sollte unbedingt mal die Seiten besuchen. Und das macht Spaß. Und mit dir würde ich gerne mal zusammen losziehen. Kann ich sicher auch eine Menge lernen. Ja, Udo, danke, dass du mitgemacht hast. Und toi, toi, toi. Und vielleicht machst du ja auch mal eine Ausstellung irgendwo hier im Raum Hannover, Braunschweig oder so, dann komme ich gern vorbei. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, der nächste im Bunde ist Daniel Beutler. Und Daniel schrieb mir zu seinem Selfie: Ich bin der Daniel Beutler aus Utendorf in der Schweiz, bin 62 Jahre alt, verheiratet, 2 erwachsene Kinder und seit kurzem auch noch Großvater geworden. Glückwunsch! Beruflich bin ich in der IT tätig. Mit Fotografieren habe ich in den 1980er Jahren in der analogen Zeit begonnen.
Mit einem Fotokollegen haben wir in einer Garage ein Labor eingerichtet und Schwarz-Weiß-Fotos entwickelt und vergrößert. Das fotografische Equipment damals war zwei Contax, 139 Quarz-Bodies mit diversen Carl Zeiss-Objektiven. 25 Jahre lang habe ich das Hobby Fotografieren aufgegeben, bis ich mir 2014 eine Fuji X30 gekauft habe und mich das Fotografieren neu begeistert hat. Zu meiner Ausrüstung gehört heute eine Fuji XE1, XE2S, XE3 und aktuell eine Fuji X100V. Dazu besitze ich einige Zooms und Festbrennweiten von Fuji. Das alte Equipment steht bei mir in der Vitrine. Die alten Zeiss-Objektive adaptiere ich gern mal zwischendurch an den Fujis. Ich fotografiere in JPEG und RAW und habe festgestellt, dass ich immer mehr nur noch die RAW-Dateien in Lightroom bearbeite und umwandle und die Fuji-JPEGs aus der Kamera vernachlässige. Mein aktuelles, in Klammern Foto, Ziel ist, mehr die Fuji-JPEGs zu nutzen. Dazu experimentiere ich mit verschiedenen Fuji-Rezepten, mit den entsprechenden Filmsimulationen und Einstellungen der X100V. Damit möchte ich meinen Bearbeitungsaufwand in Lightroom minimieren. Ja, Flickr-Account habe ich gerne verlinkt und ja, was für eine tolle Historie. Und ich glaube, mich wird es mal wieder jucken. Ich habe das ja früher auch mitgemacht. Mal wieder doch analog oder noch zu minimieren. Das mit den JPEGs solltest du unbedingt machen. Ich habe ja die X-Pro3 hier gehabt und die Fuji-JPEGs fand ich wirklich tierisch. Also einfach so raus damit. Ja, Daniel, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. So, kommen wir last but not least zum letzten Teilnehmer. Marc Rosiepe, der gerade noch eine Mail geschrieben hat und gerne mitmachen möchte, mag sehr gerne. Und ja, ist 45 Jahre alt und sein einziger Kanal, schreibt er, ist auf Facebook unter rosiepe.7. Instagram hat er eingestellt und die meisten Facebook-Gruppen hat er wieder verlassen. Website ist im Wartungsmodus, ist aber wieder freigeschaltet. Ja, könnt ihr ja mal drauf gucken. Angefangen hat er zu fotografieren 1992 mit einer Ricoh XRX und einer Pentax Super 8. Das habe ich bis 2004 getan und bin dann umgestiegen auf die digitale Fotografie. Zuerst mit einer Pentax DS und anschließend einer Pentax K5. Vor einiger Zeit bin ich dann auf Fujifilm umgestiegen und dabei geblieben. Bei mir im Rennen ist eine X100, die ich immer dann dabei habe, wenn ich keine anderen Kameras benutze. Der hat noch eine X-Pro 1, eine X-T1, eine X-T2 und zwei X-Pro 2, wenn ich das richtig lese. Objektive, ich würde mal sagen, alles, was Rang und Namen hat, ich lese sie jetzt nicht alle vor, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was sich im Laufe der Zeit so ansammelt. Tatsächlich benutze ich zumeist entweder die X-T2 mit dem 1024er plus Filter oder aber ich habe die beiden X-Pro 2 dabei, jeweils mit einem 18er und einem 35 F2. Fotografische Ziele, schwer zu sagen. Im Grunde möchte ich immer besser werden in dem, was ich mache. Mein, in Klammern, ich vermute, unerfüllter Traum wäre es einmal, alle Bundestagsabgeordneten und Kabinettsmitglieder porträtieren und einen Bildband daraus erstellen zu dürfen. Das dürfte für einen Amateurfotografen ohne beste Kontakte aber kaum realisierbar sein. Ja, Marc, was für ein Fuhrpark, so würde ich es mal nennen, meckert ihr alle nochmal über meine Ausrüstung? Dann einfach mal diese Videos angucken. Aber natürlich ein breit gefächertes Portfolio. Und ja, Marc, vielen, vielen Dank, dass du noch gerade reingehüpft bist. Und wie gesagt, hab's sehr gerne. Ach ja, kommt im Übrigen aus 51588 in Nürnbrecht. Sagt mir leider gerade nichts, wo das ist, aber ja, von daher vielen Dank, Marc, dass du mitgemacht hast. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war der zweite Teil und somit auch die Aktion, wo ihr euch vorstellen solltet. Ich möchte euch wirklich allen, die teilgenommen haben, wirklich herzlich danken. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war spannend, eure Geschichten zu lesen, euch zu sehen, wer verbirgt sich so hinter den Namen. Und ich möchte einfach nur noch mal wiederholen, wen ich noch nicht bei Instagram habe. Bitte schreibt mir da mal, jetzt kenne ich euch ja, dass ich auf jeden Fall euch da mal folgen kann. Das würde mich freuen. Und bei Facebook, bitte die, die bei Facebook sind, auch einfach mal eine Freundschaftsanfrage stellen. Würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr habt untereinander ein bisschen Kontakte geknüpft. Das war eigentlich das Ziel.
der Aktion. Ich habe leider nicht viel Feedback, Kommentare bekommen, ob das so, ob ihr da vielleicht schon Kontakte geknüpft habt. Es war dann doch irgendwie interessanter und wichtiger, welche Hintergrundfarbe eure Porträts haben. Aber okay, mir war das von vornherein klar mit dieser Aktion. Ich habe das für euch gemacht und ich war einfach interessiert zu sehen, wer seid ihr, und ganz wunderbare Aktion. Community-Aktion, vielleicht nochmal Ende des Jahres so eine Aktion mit eurem besten Bild des Jahres 2020, könnte man ja nochmal machen. Ansonsten, ja, ihr kennt mich, ich halte es wie immer. Ich werdet und bleibt gesund, macht was Schönes. Ich wünsche euch wirklich eine schöne, gesunde Zeit. Genießt das Wetter, geht ein bisschen raus, dokumentiert dieses Zeitgeschehen. Und ja, ich würde mir wirklich wünschen, euch alle mal zu sehen. Irgendwann klappt das vielleicht mal, dass wir uns mal treffen. Und oder ihr untereinander, dann schreibt mir das auch gern mal. Ansonsten teilt diese zwei Videos, macht damit, was ihr wollt. Und ja, ich sag mal auf bald, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank und tschüss.